Ich bin seit ungefähr 10 Jahren plus bei der Adfinis Cygroup tätig. Dort seit ungefähr 2-3 Monaten CEO und CTO und daneben eben auch im Vorstand der CA Open, wo ich mich ehrenamtlich dafür einsetze, dass Free- und Open-Source-Software in der Schweiz überall zum Einsatz kommt und es auch Leute gibt, die eine Stimme dafür geben. Ich möchte ganz kurz nur erklären, was die Adfinis Cygroup macht. Wir sind seit 2000 unterwegs, haben 3 Standorte, Bern, Basel und Zürich. Wir haben momentan rund 50 Mitarbeitende, eine sehr breite Kundenbasis und das Wichtigste, wir beschäftigen uns eigentlich nur mit Free- und Open-Source-Software. Wir haben eine relativ breite Partnerlandschaft, die wir pflegen. Alles Open-Source-Firmen, Free-Software-Firmen von Red Hat, SUSE, bis zu Univention, welche heute auch schon erwähnt worden sind, ist da auf unserer strategischen Ebene alles mit dabei. Das heißt, wir unterstützen Firmen in der Schweiz und im Ausland bei der Implementation von Lösungen, die auf Open-Source-Basis am Markt verfügbar sind und helfen dann eben auch, Support zu geben und das Ganze zu unterstützen, damit man eben nicht nur auf die Community angewiesen ist, sondern auch jemanden hat, den man in der Nacht um 3 anrufen kann. Wir partnern aber auch mit Firmen wie IBM, Microsoft, Lenovo und so weiter und ja, auch mit Microsoft. Dort vor allem im Cloud-Umfeld, wo wir helfen, Kunden, die Linux-Workloads in der Cloud betreiben wollen, auch auf einer Microsoft-Plattform glücklich zu machen. Ganz schnell, wir machen viel DevOps, Engineering, Managed Service und Entwicklung. Das sind die 4 Stichworte, wie man uns beschreiben kann, sehr technisch affin, wirklich auf einer technischen Basis. Und mein Vortrag heute hat weniger mit Technik zu tun als mit Überzeugung. Ich habe viel gehört über Cloud und viel gesehen und Dilbert hat sich diesem Thema auch schon gewidmet und ein bisschen humorvoll aufgezeigt, was die Nachteile einer Cloud-basierten Lösung sein könnte. Ich hoffe, dass die meisten Leute dieses kurze Englisch-Texten verstehen. Es geht da im Prinzip darum, dass halt ein ganzes Datacenter, weil es irgendwo in der Cloud war, verschwunden ist oder nicht mehr erreichbar ist und man halt die Telefonnummer von diesem Cloud-Guy gerade nicht zur Hand hat. Also sprich, die Daten waren dann halt weg. Solche Dinge sind dann natürlich der Super-GAU. Das ist klar, das sollte nicht passieren. Aber trotzdem gibt es natürlich gewisse Probleme, die man sich einhandelt, wenn man mit seinen Daten und mit seinen Programmen in die Cloud geht. Es stellt sich zum Beispiel die Frage, wo sind meine Daten denn abgelegt? Ist das in der Schweiz? Ist das im Ausland? Ist das irgendwo? Wer weiß das genau? Wer kann mir diese Frage beantworten? Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wer hat alles Zugriff auf meine Daten? Und wem gehören meine Daten denn überhaupt? Sind das noch meine oder gehören die dem Anbieter, wo ich meine Daten abgelegt habe? Und vielleicht auch, wie sichere ich meine Daten und welche Abhängigkeiten schaffe ich, wenn ich meine Daten aus der Hand gebe und eigentlich nicht mehr die Kontrolle darüber habe. In diesem Kontext gab es in letzter Zeit öfters Zeitungsartikel, die sich dieser Frage gewidmet haben. Gerade gestern oder vorgestern hat Watson darüber berichtet, nicht viel länger zuvor, der Tagesanzeiger und auch die IT-Fachpresse hat sich diesem Thema schon gewidmet. Wir sehen also, es gibt eine gewisse Verunsicherung. Man weiß nicht so genau, was sind die Probleme und wo sind die Risiken und wo muss ich genau hinsehen, wenn ich meine Daten in eine Cloud schieben möchte. Da stellt sich dann die Frage, okay, muss ich da meine Finger weg haben von Office 365 oder von Google Docs und so weiter und so fort? Ich bin der Meinung, man muss das nicht ganz so genau so formulieren, dass man das gar nicht anfassen darf. Aber man muss zumindest genau abklären, wie es bezüglich den Datenschutzbestimmungen aussieht. Wo liegen diese Daten? Wer hat Zugriff? Was habe ich dort für Daten? Und wie muss ich sicherstellen oder was muss ich sicherstellen bezüglich dieser Daten? Gerade wenn es um sensitive Daten, um Schülerdaten und vielleicht nicht meine eigenen Daten geht. Mein Credo hier ist, dass Open Source und Free Software Lösungen genau in diesem Bereich substanziell besser gestellt sind oder aufgestellt sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen heute ganz kurz
LibreOffice Online und Collabora Online zeigen. Ich sehe in diesen beiden Lösungen die Lösung für dieses Datenschutzproblem und widme mich da einen kurzen Überflug über diese zwei Technologien. Ganz schnell, wer kennt LibreOffice oder wer kennt LibreOffice nicht? Ich frage mal so, wer kennt es nicht? Wer kennt LibreOffice nicht? Sehr schön. Fast alle wunderbar kennen LibreOffice. Ganz kurz, LibreOffice ist ursprünglich von OpenOffice abgestammt. Ist ein Open-Source-Projekt, das weltweit von verschiedenen Personen, Privaten wie auch Firmen weiterentwickelt wird. LibreOffice umfasst eine Sammlung von Tools zum Editieren von Texten, Tabellen, Präsentationen und so weiter, so wie man das von Microsoft Office auch kennt. LibreOffice gibt es auf dem Computer, auf dem Handy, aber auch in der Cloud. Diesen Widerspruch im Prinzip, dass Cloud immer ein bisschen riskant ist, wenn ich die Daten anschaue, kann man dahingehend erschlagen, wenn man weiß, welchen Cloud-Anbieter man verwendet. Das kann ein lokaler Cloud-Anbieter sein, das kann aber auch ich selber sein, eine private Cloud aufbaue, um diese Dienste zu betreiben. LibreOffice im Browser ist eine wunderbare Sache. Ich brauche keine Installation, ich kann es auf meiner eigenen Infrastruktur irgendwo im Keller betreiben. Ich kann ein mir bekanntes Unternehmen beauftragen, das für mich zu betreiben. Ich habe die Daten stets in meiner Obhut und das funktioniert dann durch das, dass es im Browser betreibbar ist, auf allen gängigen Betriebssystemen, Windows, Mac, Linux. Ich brauche nur einfach einen Browser. Es gibt hier zwei Ausprägungen. Das eine ist das LibreOffice Online. Das ist die komplett gratis Version, die von der Community zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt eine Firma, Collabora, welche Collabora Online im Angebot hat, welches die genau gleiche Lösung ist, aber mit kommerziellem Support. Falls man jemanden haben will, der einem hilft bei Problemen, der sich um Bugs und so weiter kümmert, kann man das bei Collabora direkt einkaufen. Wie schon erwähnt, funktioniert das dann in allen gängigen Systemen, sei es klein, groß, mittel, was auch immer. Ganz kurz die Unterschiede, ich habe es schon erwähnt, LibreOffice Online ist die freie Version, die ich gratis aus dem Internet besorgen kann, bei mir auf einem Server installieren kann. Collabora Online ist dasselbe, auch Open Source, aber mit einem kommerziellen Ansatz obendrauf, der mir sicherstellt, dass ich Hilfe bekomme bei Problemen. Ganz kurz die Preise, damit man sieht, das ist nicht exorbitant teuer. Ich bezahle für eine Umgebung mit weniger als 100 Personen 1,75 Schweizer Franken pro Monat pro Person. Und wenn ich dann hochgehe bis 10.000, dann halbiert sich dieser Preis noch einmal. Also da sind wir absolut konkurrenzfähig mit anderen gängigen Angeboten. LibreOffice Online kann sehr gut integriert werden in verschiedenste Lösungen. Vielleicht kennt jemand von Ihnen OwenCloud oder NextCloud. Das sind Datenablagesysteme, die ich auch bei mir betreiben kann, ähnlich wie vielleicht eine Dropbox, die viele kennen, wo ich aber wieder nicht weiß, wo sind meine Daten genau. LibreOffice Online lässt sich sehr feudal in OwenCloud und in NextCloud integrieren. Ich zeige das gleich noch. Durch diese Integrationsmöglichkeit bin ich komplett unabhängig, wie ich dieses Produkt einsetze. Ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, Schnittstellen, die ich nutzen kann. Ich habe keine Herstellerabhängigkeit. NextCloud habe ich schon ganz kurz erwähnt. Ich sage jetzt mal eine Alternative zu Dropbox, auch wieder Open Source für meine eigene Umgebung. Funktioniert entsprechend auch wieder für alle gängigen Betriebssysteme, für kleine Devices, Handy, Tablets und so weiter. Das hier ist ein Bild, wie so ein NextCloud ungefähr aussieht. Das ist jetzt nichts wunderbar Exotisches. Da habe ich einfach eine File-Liste und kann halt Files reinpacken. Ich kann auch einen Client installieren, der meine Daten dann synchronisiert, ohne dass ich was dazu tun. Die gängige Funktionalität, wie man das so kennt. Kommen wir aber zurück auf LibreOffice Online. Die wichtigsten Funktionen ganz schnell für die Leute, die das noch nie gesehen haben. Also grundsätzlich kann ich damit Text, Tabellen und Präsentationen im Prinzip editieren, direkt im Browser. Ich kann auch kollaborativ editieren, das heißt mehrere Personen am selben Dokument zur gleichen Zeit mit mehreren Cursoren. Ich kann die Dokumente schlussendlich als PDF oder im Open Document Format oder eben auch aus MS Office herunterladen und zum Beispiel lokal dann auf meinem Gerät weiter editieren.
Ein großer Vorteil ist, wenn ich sowieso schon LibreOffice einsetze, habe ich keine Layout-Verluste. Wenn ich ein Dokument vom LibreOffice direkt ins LibreOffice Online nehme, sieht das genau gleich aus. Und ich kann natürlich auch Dokumente via einen Link mit anderen Leuten teilen. Ich schicke jemandem einen Link und dann kann diese Person das Dokument auch editieren. Ich habe hier mal schnell Bilder, die das zeigen. Ich werde es dann auch noch in Live zeigen. Das funktioniert nicht immer, darum habe ich da auch noch Bilder gemacht. Das hier wäre jetzt die Darstellung eines Textdokumentes mit Notizen am Rand, wo ich sehe, okay, die Simone hat einen Kommentar gemacht und der John hat dann auf diesen Kommentar noch geantwortet. Ich kann natürlich auch Tabellen und Bilder einfügen und so weiter. Das hier ist ein Spreadsheet mit mathematischen Funktionen und Darstellungen von Diagrammen. Das läuft alles direkt im Browser ohne Plugin und so weiter. Ja. Das hier ist eine Präsentation mit ähnlicher Darstellung, wie man das kennt. Ich kann die dann auch direkt im Browser ausführen und zeigen. Ich zeige jetzt schnell eine Demo, damit man das ein bisschen auch fühlen kann. Bevor ich dort reinsteige noch, wer gerne mal einen Demo-Zugang haben will, das ist komplett gratis, ihr kriegt dann nicht Werbung von mir und möchtest du nicht kaufen und so weiter, sondern wirklich einfach mal durchtesten ohne irgendwelche Verbindlichkeiten. Das ist meine kurze E-Mail-Adresse, ich hoffe, man kann das lesen, nch@ad-sy.ch. Feel free, also nächste Woche bin ich nicht in der Schweiz, daher wird es dann ein paar Tage dauern, bis ihr den Zugang bekommt, aber ich verspreche, dass ich jeder Dame und jedem Herrn hier gerne einen Zugang zustelle. Gut, wollen wir das mal in live sehen, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier einen Firefox, jetzt in diesem Fall unter Linux. Ich habe das Dokument, das wir vorhin schon gezeigt haben, hier mal geöffnet und ich habe jetzt das zum Zeigen da noch eine zweite Session am Laufen. Ich kann das Dokument dann natürlich jetzt unabhängig editieren. Also es sind jetzt einfach zwei Browserfenster direkt nebeneinander. Und ich editiere jetzt hier mal eine Zeile oder auch hier und kann dann natürlich auch wenn dieser Benutzer da hier etwas macht, dann ändert das auch beim anderen. Sie sehen, das sind Standard-Features, das ist nichts Außergewöhnliches, was man nicht schon kennt. Das Tolle hier ist halt, das läuft in meiner Umgebung, auf meinen Servern, ich habe meine Daten selber und ich weiß, was da passiert. Ich habe auch noch ein Tabellendokument abgelegt. Das ist auch komplett alles editierbar, das ist überhaupt keine Zauberei. Im Moment ist das auf Englisch eingestellt, gibt es natürlich auch auf Deutsch, das ist kein Thema. Ich kann das jetzt hier auch mal als PDF zum Beispiel herunterladen und das dann im Prinzip als PDF meinen Kolleginnen oder Kollegen auch zustellen. Das ist jetzt ein bisschen groß, Entschuldigung. So, ich kann natürlich auch lokal ein Dokument erstellen, das in meine Nextcloud hochladen oder synchronisieren lassen und dann entsprechend weiter editieren. Also diese Funktionalität, das wird Sie nicht erstaunen, das ist das, was man aus anderen Lösungen auch kennt. Somit habe ich das meiste gesagt. Gibt es Fragen, Wünsche, Anregungen? Ich habe noch, glaube ich, eine Minute Zeit. Bitte. Also im Vergleich zur Offline-Version sind die Funktionen identisch? Zur Darstellung ja. Das heißt, ein Dokument, das ich offline gemacht habe, sieht haargenau so aus. Ich kann aber noch nicht jede Funktion, die ich offline auch habe, dann, wie soll ich sagen, also im GUI direkt schon benutzen. Das wird bis Ende Jahr nachgerüstet. Das ist die Roadmap. Wird sich vielleicht noch ändern, aber grundsätzlich ist angestrebt, dass man Ende Jahr alle Funktionen, die man offline hat, auch online benutzen kann. Ja, weitere Fragen? Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.